natürlich. Ja, ja, hallo. Also nett, dich kennenzulernen auf jeden Fall erstmal. Ich habe schon gesehen, du bist sehr, sehr bemalt. Finde ja, okay. Gibt es noch eine? Wofür filmt er denn? Wofür filmt er denn? Wofür? Von YouTube-Kanal? Wieso von der Presse hier? Achso, ja. Yeah. Für wen denn? Was Presse kann Sex, ich alles sagen? Sexessiv-Dicker. Also alles, was mit Erotik und auch mit Tattoos und dergleichen zu tun hat, das kommt bei uns vor die Kamera. Dann ist ja mein Buch genau richtig hier. Man will es nämlich zwischen Laufsteg und Swingerclub. Echt jetzt? Sehr versaute Geschichte. Yeah, jawohl. Ja. Ah, hier ist ein bisschen Respekt. Nee, zeig ruhig noch mal her. Zeig mal. Das war das nochmal hier. Lexi Hell, ja? Genau. Aufregendes Leben. Mein wildes Leben zwischen Laufsteg und Swingerclub. Willst du Pornos? Ja. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe noch hinterm Tresen gearbeitet im Swingerclub, wenn du das meinst. Und dann? Bin ganz unschuldig. Hast du mal gekostet von der verbotenen Frucht? Niemals. Niemals. Ich bin ein braves Mädchen. Braucht nur Geld. Ja, das kann ich verstehen, ja. Bist du ein Tätowierer? Ja. Kann ich dir Hallo sagen? Ganz offen. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich wollte nämlich fragen, was würdest du mir denn noch empfehlen? Was für ein Tattoo will es denn eventuell? Deutschlandfahne. Wohin? Hier oben. Ja, wo kommst du eigentlich hier aus? Aus Bern. Aus Bern? Ja. Das ist ja in der Schweiz. Jawohl. Wie ist es da so mit der Kultur? Sehr schön. Ja, es gibt nichts, ja sicher, es gibt nichts Schöneres. Das wäre Besuch wert für euch. Ja, warum nicht? Also liebe Zuschauer, ja, immer schön fleißig voten und liken und dann vielleicht irgendwann mal einen Taler ab. Ja, schön, dich kennenzulernen jetzt endlich. Ja, wie heißt du denn? Jason Steele und du? Luna. Luna, nicht. So ein heißes Outfit. Gefällt dir das? Wahnsinn. So können wir ja nur gewinnen. Ja, das glaube ich auch. Gibst du heute noch was zu gewinnen? Hier. Ja, ich könnte dich heute. Mich gewinnen? Gewinner des Tages machen. Ja, das könnte möglich sein. Oh, du könntest mich zum Gewinner des Tages. Ja, das ist sehr gut. Ich habe schon ein bisschen gelauscht, beziehungsweise gegoogelt. Du warst auf der Venus, habe ich gefragt. Das Penthouse. Fürs Penthouse? Ja. Das heißt, du hast da gemodelt. Unter anderem, ja. Und du bist damit sozusagen eine Art Nacktmodel. Ja, kannst du sagen. Das heißt, du ziehst gerne blank. Obenrum auf jeden Fall. Obenrum auf jeden Fall. Und unten haben wir nicht gesehen. Warum nicht? Na, aber nicht gesehen. Nein, aber bleib mal bescheiden. Hast du einen Freund? Ja. Sehr schön. Der kann sehr, sehr, sehr stolz auf dich sein. Ja? Und auch vielen Dank, dass du deine Frau teilst. Ja, also gleich. Ne? Welches Tattoo magst du am meisten bei deiner Frau? Das weißt du sofort, wo es ist. Oh. Ja. Wir gehen noch weiter höher. Welches Tattoo magst du bei deinem Mann? Ist es auch so schnell zu zeigen? Zeige ich dir nicht. Bitte? Was ist das? Ein Tussi-Toaster? Das ist ein neuer Begriff, das muss ich jetzt wissen. Was ist das? Der Sonnenbank. Sonnenbank? Achso, nee, ich war aber über Pfingsten an der Ostsee. Aber nackt. Ja, natürlich, ja. Der Karlsrand, also, das ist ja wohl klar. Darf ich fragen, was du gerade schönes malst? Wir machen hier so ein Trash-Bolger Koi Cup Ding. Wir sind von der Presse, nehmen wir? Ja, wir sind wirklich von der Presse. Es ist jetzt Ihre Gelegenheit, ins Fernsehen zu kommen sozusagen. Und auch noch ein paar Fragen zu beantworten zu dürfen. Und zwar zum Thema Pärchentattoo. Ganz kurz. Cool. Habt ihr vielleicht mal darüber nachgedacht, euch ein Pärchentattoo zuzulegen? Freundschaftstattoo. Ja, oder ein Freundschaftstattoo. Wie würde das aussehen, wenn ich fragen darf? Wissen wir noch nicht, deshalb sind wir hier. Es gibt ja sowas wie, so, wenn man die Händchen zum Beispiel hält, dass dann die Buchstaben so versetzt sind und dann kann man so Love irgendwie darstellen. Oder so. Oder ihr teilt euch einfach den Freund, die rechte und die linke Hälfte. Ich bin nicht ganz so schüchtern. Ganz schüchtern bist du? Ja. Du siehst gar nicht schüchtern aus. Also ich finde eigentlich passend ganz gut zu mir. Großes Dank. Hätte ich noch eine Chance bei dir? Nein. Warum nicht? Weil ich bin eigentlich bei mir. Ach so, ich dachte schon, weil ich keine Tattoos habe. Fans der Freikörperkultur sozusagen. Ja, sozusagen. So, willkommen in die Mitte, oder? In die Mitte, ist ausnahmsweise. In die Mitte. Nicht? Mit meiner Hand hier hinten ist aber okay, oder? Musst du aufpassen, dass du Seine nicht lange am Hintern hast. So, darf ich fragen? Ja, ihr habt ja fast die gleichen Schuhe an. Was habt ihr heute noch vor? Oh, du hast hier so tote Hühner dran. Ja, sogar in Deutschland fahren. Sehr schön, sehr schön. Die Kleine. Wie heißt du? Ich bin der J-Rocker. J-Rocker. Und du? Ich bin der L. Cosen. Ah, alles klar. Sind die Bärte im Bademantel. Die Bärte im Bademantel. Ja. Ich finde die sehr geil. Ja, ihr habt ja auch so. Hier, siehst du? Ja. Yeah. Wer schlappen kann, der kann schlappen. Macht er wild jetzt. Mit Blitz, wa? Nein, cool. Wo seid ihr nachher? Die ganze Zeit auf der... Wir sind ja... Wir sind voll unterwegs. Ja, dann klingeln wir auch noch. Da machen wir eine richtig versaute Action.
Bis gleich. Ciao. Welches ist dein Lieblings-Tattoo-Model und welches dieser Lieblings-Tattoo-Models, eventuell, wenn du mehrere hast, würdest du gerne mal nackt sehen? Richtig blank. Welches gerne mal nackt sehen? Ganz ehrlich, natürlich wird man... Mich. Man muss jetzt dazu sagen, Patrick steht dahinter. Ne? Ja, genau. Welches Tattoo würde man gerne nackt sehen? Also generell habe ich die Einstellung, also ich bin sexuell absolut offen, muss natürlich nicht alles machen oder alles geil sehen. Frauenkörper sind generell schön anzusehen. Ja, ja. Einfach geiler als Männer, also ganz ehrlich. Danke. Welches Tattoo würde ich gerne nackt sehen? Aber da sind schon so einige. Frag mich doch mal, welches ich noch nicht nackt gesehen habe. Ah, welches hast du noch nicht nackt gesehen? Also Jason, du musst dazu sagen, er fotografiert auch, ne? Er ist auch Fotograf, er ist nicht bloß... Da kommst du also schon in den exklusiven Genuss. Genau. Sehr so schön. Kann man so kurz sagen. Ein Gentleman genießt und schweigt in diesem Sinne. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mein liebstes Tattoo-Model ist Ginger Loco. Eine absolut, also das ist kein Geschleimer, sondern jeder, der Ginger kennt, weiß warum. Weil du unterhältst dich mit der wirklich 5 Minuten, das ist ein absolut offener Mensch, also wirklich auch geistig absolut offen, was ich sehr, sehr geil finde. Und sie ist menschlich einfach, non plus ultra. Also sie ist wirklich definitiv ein Mensch, wo ich sage, ey, lass alle so sein und wir kommen echt alle miteinander klar. Sie nackt sehen wollen, müsste ich, glaube ich, männlich antworten. Und ich glaube, da würde jedermann sehr sagen. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Vielleicht machen wir ja mal eine Exklusivanfrage und werden viel Geld dafür einsetzen, dass wir das mal hinbekommen. Das ist das, was ich bei Ginger Florida toll finde. Ich lege für die meine Hand ins Feuer, du kannst dir so viel Geld bieten, wie du willst. Du würdest dich machen. Oh, also liebe Produzenten, ihr habt es gehört, ja. Dieses Jahr wird wahrscheinlich gespart werden müssen und im weiteren nächsten Jahr auch. Nein, vielen Dank auf jeden Fall. Dass ich darf die Zeit genommen. Ich darf. Ciao. Ciao. Willst du auch noch mal fotografieren? Wieso? Ich kann nicht gleichzeitig fotografieren und Kamera machen. Du kannst gleichzeitig beides machen. Oh je, oh je. Ich hab drauf gedrückt. Ausnahmsweise, weil ich hier was richtig Geiles entdeckt habe. Ich habe das ja früher auch gerne gemacht, mit Ölflaschen auf Events rumgelaufen und dann daraus meinen Stoff getrunken. Eigentlich trinke ich ja nichts mehr, aber wenn ich sowas sehe. Und hat auch noch den schönen Namen Kopfgetriebeöl. Ja, finde ich sehr geil auf jeden Fall. Dann muss man das direkt mal probieren. Ne? Also Stößchen. War eine Halbzeit, wie du. Mit dem Geschmack der Tonkabohne. Obst und Kräuter. Sehr lecker. Sehr lecker. Gut. Vielen Dank. Also, merken. Kopfgetriebeöl. Kaufen und trinken. Schmeckt sehr lecker. Sein erstes Tattoo? Ja, ich bin voll, ich bin stolz. Es tut auch gar nicht weh, so wie du gesagt hast. Ja, sag ich doch, ne? Ganz easy. Ich glaube, ich kann mir doch die Eier tätowieren lassen als erstes. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Ja. Habe ich das Talent zum Modeln übrigens? Kai ist es. Auf jeden Fall. Also ich finde, wir könnten dich... Jetzt könnt ihr mich gebrauchen, wa? Ja, ich suche gerade Klamotten, die wir dir anziehen könnten, weißt du? So Turban, das sieht ja so ein bisschen aus, ne? Das ist aber nur lapidar. Was können wir denn für die... Ja, nee, also ich finde es schon mal gut, ein sehr kreativer Kopf, ja, der fällt uns sofort etwas rein. Du bist Tattoo TV und gleichzeitig der Chef von Tattoo Models. Ja. Ja, coole Sache. Ja, und darf ich fragen, wie viele Frauen hattest du jetzt schon bei dir? Frauen? Ja. Im Bett oder in der Agentur? Oder? Also, kannst
Kannst du die im Bett noch zählen? Ja, klar. Wenn ich sehe, ich bin sehr enthaltsam. Ich bin sehr schüchtern. Ich würde mir sowas nie trauen. Respekt. Ja, das kann ich verstehen. Ja, ja, ja. Du bist ja auch tätowiert, deshalb. Ein bisschen. Ja, ja. Also lieber Rutschmann, lieber Lars von Magma Film, hier haben wir vielleicht die Brücke in deine Branche, die du ja immer jetzt gerade so propagierst. Wir haben nämlich jetzt zum Beispiel aus Amerika die Bonnie Rotten eingeladen. Ist auch interessant. Ah, schwarze Haare? Ja, ja. Man ja, Punk, ne? Ja, ja. Super geile Sau. Mega geile Sau. Ich guck keine Pornos. Mega geile Sau, ich guck keine Pornos. Nee, sehr cool. Dann kannst du mir auf jeden Fall geben. Ich leite das mal weiter und versuche da mal den Kontakt herzustellen. Ich glaube, Lars, das ist auf jeden Fall was sehr Interessantes. Lars, der heißt Putting. Der kann auch gut ficken. Tätowierte ficken besser. Aber da muss ich die Kamera halten. Ich muss euch eure Takes manchmal... Das ist ja kein Problem, ne? Ich hoffe, ich versau eure Tanks. Nein, auch nicht mit dem Mülltonnen im Hintergrund, so ist schon von der genau. Optik genauso. Ja, schönen guten Tag. James ist hier, mein Name. Wie ist dein Name? Nilgül. Wie bitte? Nilgül. Ist das richtig ausgesprochen? Okay, ich versuche es immer sehr, sehr straight auszusprechen. Ja? Du bist ein Tattoo-Model, habe ich mir gerade sagen lassen. Genau, das ist richtig. Das heißt, du ziehst dich schon aus, um deine Tattoos zu zeigen. Genau, mit Liebe und Stolz. Mit Liebe und Stolz. Genau. Wie weit gehst du dabei? Das geht schon klar, ja, das machst du schon. Aber mit Liebe und Stolz, ja, finde ich sehr gut, auf jeden Fall. Wann hast du damit angefangen? Ein Jahr ungefähr. Vor einem Jahr? Ja. Und dann gleich sofort in die Branche rein? Erst dieses Jahr gleich sofort in die Branche rein. Ah, und cool. Und hast du ein Lieblingstattoo an dir, was du gerne zeigen willst? Komplette Bauchrüstung. Ja? Das kannst du gerade nicht zeigen, wa? Ja, boah. Das ist aber eigentlich geht's, ne? Du musst einen Rock hochziehen. Ja, dann los. Ja. Queen. Zum Thema, es gibt ja einen neuen Trend, Tattoos, weiße Tattoos. Ist nicht mein Ding, meine Freundin hat das, ja? Aber gefällt mir vom Persönlichen her nicht. Aber sieht schön aus, wenn einer nicht tätowiert ist und nur ein weißes Tattoo hat, okay. Okay, ja, sehr schön, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns und sehen uns. Genau, so ist gut. Das war's. Ein sexessiver Tag geht zu Ende. Wir hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß. Wir haben tolle Videos gesehen, geile Motive. Und ich bin zuversichtlich, dass ich nächstes Jahr wieder hierher darf. Und freue mich natürlich schon. Also haut rein und immer schön fleißig einschalten. Sexessiv TV.